Ja, einen schönen Abend aus dem Aktionsradius Wien, hier am Gaußplatz 11. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur heutigen Veranstaltung. Wir starten einen neuen Themenschwerpunkt, Lebenswege. Und wir werden ab heute bis ungefähr Ende März verschiedene interessante Persönlichkeiten vorstellen, Biografien und Familiengeschichten präsentieren. Ja, und der heutige Abend ist der Auftakt und heute präsentieren wir Ihnen das Universum CRH. Eine ganz faszinierende, vielseitige und kreative Künstlerfamilie. Die Idee zu diesem Abend ist vor 2 Jahren ungefähr entstanden. Damals haben wir Friedrich CRH kennengelernt. Er war hier bei uns zu Gast bei einer Veranstaltung. Wir haben damals ein Filmporträt über ihn von Robert Neumüller präsentiert. Und in diesem Kontext haben wir damals erfahren, dass Friedrich CRH nicht nur Musiker, Komponist, Dirigent ist, so wie man ihn kennt, der Doyen der österreichischen und europäischen Gegenwartsmusik, sondern dass er auch als bildender Künstler aktiv ist. Das war für uns ganz neu. Wir waren fasziniert davon und schon damals, eben 2019, haben wir ihn dann ganz spontan eingeladen, hier bei uns am Gaußplatz einmal eine Ausstellung zu gestalten. Ja, und jetzt, heuer 2021, in ungefähr 2 Wochen, wird Friedrich CRH 95 Jahre alt, am 17. Februar. Und diesen Geburtstag, dieses Jubiläum haben wir zum Anlass genommen, diese Idee von damals ihn zu realisieren, ihn mit seiner Ausstellung hier an den Gaußplatz zu bitten und gleichzeitig auch den heutigen Abend zu gestalten und das ganze Universum CRH vorzustellen. Eben Friedrich CRH, aber auch seine Ehefrau Gertraud CRH und die Töchter Irina und Ruth. Ein multimedialer Familienabend ist daraus entstanden, den wir Ihnen heute eben präsentieren dürfen. Das künstlerische Schaffen, die Kreativität zieht sich wie ein roter Faden durch die Familie und findet ihren Ausdruck in der Musik, aber auch in der Musikvermittlung und auch in der bildenden Kunst und auch in der Literatur. Das ist eigentlich allen Persönlichkeiten dieser Familie gemeinsam. Auch Ehefrau Gertraud CRH, sie wird im Sommer 93 Jahre alt, war ihr ganzes Leben lang in ganz verschiedenen Rollen künstlerisch aktiv und ist wie ihr Mann auch Pionierin der neuen Musik. Und auch die beiden Töchter, Irina CRH und Ruth CRH, sind ganz vielseitig künstlerisch tätig. Irina CRH hat bei Max Weiler an der Akademie Malerei studiert und ja, sie malt, aber eben auch musikalisch, musikpädagogisch aktiv. Ja, ich begrüße auch alle Zuschauenden herzlich. Es tut mir sehr leid, dass ich das nicht persönlich tun kann, aber dafür können Sie bequem daheim am Sofa sitzen. Man sollte ja versuchen, immer auch das Positive zu sehen. Was natürlich aber wirklich sehr schade ist, ist, dass Sie nicht live hier heute die Ausstellung bewundern können. Diese Bilder, die wir hier vor einer Woche in etwa gehängt haben. Hier hinter mir an der Wand und auch da hinten in dieser Nische Bilder meines Vaters. Es sind bis auf ein einziges, da ganz links, sind es alles Objektbilder. Das ist auch der Großteil des künstlerischen Schaffens meines Vaters, des bildnerischen Schaffens, sind Objektbilder. Und über seine Liebe zu allen möglichen Objekten hat er selber gesagt: Ich hatte schon als Kind eine besondere Beziehung zu den kleinen Dingen, die uns umgeben und die ich schön und anziehend fand, habe ich gesammelt. Steine, Wurzeln, altes Holz, Metallteile, Samen, Baumrinde, Münzen und ich habe mit ihnen gelebt. Und im Jahr 1963, in meinem Geburtsjahr, haben meine Eltern dann ein Haus gekauft im Dunkelsteiner Wald von einer schwedischen Aristokratin mitsamt dem Inventar. Und dieses Haus war also voll mit mehr oder weniger brauchbaren, zum Teil sehr kuriosen Objekten aller Art.
Und da hat mein Vater dann begonnen, mit diesen Objekten zu arbeiten, nach eigenen Aussagen, bevor er noch irgendwas von Objektkunst gehört hatte. Und zwar hat er die in Kombination mit Farbauftrag auf ganz unterschiedlichen Untergründen aufgebracht. Holzbretter, alte Fensterläden, der Boden einer Kupferpfanne, hier so eine Art Setzkasten oder Tablett. Diese unterschiedlichen Bildträger, sagt er, sind für ihn eigentlich gleich wichtig, wie die Gegenstände, die er da aufbringt. Und es gibt immer einen Dialog zwischen diesem Grund und diesen Objekten. Er hat sich eigentlich nie in der bildnerischen Arbeit mit einer bestimmten Gruppe oder Richtung jetzt irgendwie zugehörig gefühlt oder war da auch nicht jetzt mit einer Gruppe in Kontakt. Die Beziehung zwischen der Musik und der bildenden Kunst ist eigentlich direkt, so in direkter Form eher selten. Es gibt ganz vereinzelt Themen, die ihn in beiden Medien beschäftigt haben, wie Bertolt Brechts Baal. Oder es gibt auch aus der Musik zum dritten Akt seiner, also der Oper Lulu, gibt es ein Bild, wo er sich direkt drauf bezieht. Was vielleicht noch eine Verbindung ist, man sieht hier eher geometrische, geordnete Arbeiten. Es gibt aber auch sehr wilde, expressive Arbeiten. Und dieses Nebeneinander, das hat es in der Musik auch gegeben, vor allem in seinem Jugendwerk und in der Arbeit der letzten 20 Jahre. An der Fensterfront hier sind Zeichnungen ausgestellt, Tusche und Bleistift von meiner Schwester und von mir. Ich möchte jetzt mit meiner Schwester beginnen. Sie hat sehr, sehr früh begonnen, bildnerisch zu arbeiten, nämlich in der frühen Pubertät. Da ich 7 Jahre jünger bin, bin ich auch irgendwie eigentlich schon mit ihren Arbeiten groß geworden, die immer wieder im Haus auch aufgehängt wurden, übrigens genauso wie die Bilder meines Vaters. Später hat sie dann eben an der Akademie der Bildenden Künste Malerei studiert bei Max Weiler, wie die Uschi schon erwähnt hat, und hat sich dort schon während des Studiums spezialisiert auf Zeichnung und auch auf die Darstellung von Menschen. Und ab 1984 hat sie dann angefangen, in Zyklen zu arbeiten und mit einzelnen ausgewählten Modellen. Und der erste Zyklus und ihr erstes Modell war eigentlich unser Vater. Und da hängt jetzt hier eben auf dieser einen Säule einer dieser Vaterköpfe. Diese Arbeiten sind entstanden, während mein Vater komponiert hat eigentlich. Also er war immer mit Musik beschäftigt, während sie ihn gezeichnet hat. Ins Reine schreiben, Partituren schreiben oder überprüfen. Und meine Schwester sieht rückblickend diesen Zyklus als Ausgangspunkt einer Sprache der Zeichnung, die sie dann in den darauffolgenden Jahren sehr entwickelt hat. Und darüber wird sie auch selber noch in dem Film, den wir später sehen, mehr sagen. Es ist auf jeden Fall ein Ausdruck intensiver, konzentrierter Versunkenheit, der sich in diesen Bildern, Zeichnungen widerspiegelt. Die anderen drei Arbeiten meiner Schwester sind Tuschzeichnungen.
aus den sogenannten Musikblättern, entstanden 1987. Und das sind freie Grafiken, die musikalische Notationselemente ästhetisch einsetzen. Also charakteristisch für diese Tuschzeichnungen ist also die Spannung, die sich aus der lockeren, spielerischen Anordnung der Elemente zu einer klaren, differenzierten Komposition ergibt. Die drei hier gezeigten Blätter, bei denen dominieren die Grundformen Kreis und Dreieck, und die werden zu einer Art Landschaft, die dann von unzähligen, winzigen, kleinen Noten durchflutet wird. Ja, und dann gibt es noch hier vier Zeichnungen von mir, die eigentlich alle 2020 entstanden sind. Es gibt drei Zeichnungen, die aus demselben Zyklus stammen. Ich habe mich da beschäftigt mit dem Zusammenhang von Zeichnung und Bewegung. Ich habe mich mein Leben lang mit Tanz und Tanzformen auch beschäftigt und sie auch ausgeübt für mich. Und 2019 habe ich einen Workshop bei Impulstanz besucht über Zeichnung und Bewegung, und da habe ich entdeckt, dass jede Linie, die ich auf dem Papier mache, eine Bewegung im Raum ist. Jede Linie ist eine Bewegung im Raum, und jede Bewegung, die ich beim Tanzen im Raum mache, ist eine Linie, die ich ziehe. Und das hat mich sehr fasziniert, und dann habe ich zunächst begonnen, wirklich ganz blind mit geschlossenen Augen zu arbeiten. Und dann sehr bald mit dem Blick auf Strukturen, die mich interessiert haben, die mich fasziniert haben, pflanzliche Strukturen, aber auch Strukturen von Steinen, Rinden, also viel aus der Natur. Und mit dem Blick auf diese Strukturen, auch ohne den Blick auf das Blatt, auf meine Hand, auf den Bleistift, habe ich dann diese Zeichnungen gemacht, habe versucht, die Bewegung in diesen Strukturen körperlich nachzuvollziehen. Rechts unten ist noch eine Zeichnung, die zu einem anderen Zyklus gehört, nämlich zu den Wortgrafiken. Da habe ich ausgehend von einem Wort, von einem Begriff, der mich gerade beschäftigt hat, gearbeitet. In dem Fall ist es der Begriff Prozess. Und habe einfach dann ganz spontan und assoziativ und improvisatorisch losgeschrieben, von diesem einen Wort ausgehend, was mir dazu eingefallen ist, und das aber nicht in Linien von links nach rechts, sondern eben grafisch auf dem Blatt mich bewegend, auch das Blatt zum Teil drehend. Und so sind diese Wortgrafiken beziehungsweise auch eben diese eine entstanden. Ich bin hier auch gebeten worden, etwas aus meiner Prosa zu lesen. Ich habe lange überlegt und habe mich letztendlich dafür entschieden, aus meinem allerersten veröffentlichten Band etwas zu lesen, Der Gesang der Räder in den Schienen. Ein Band mit 6 Erzählungen, 2007 erschienen im Wiener Luftschacht Verlag. Hat 2 Gründe, warum ich mich dafür entschieden habe. Der eine Grund ist, dass ich, während ich diese Geschichten geschrieben habe, auch noch parallel Musik gemacht habe und diese Vielseitigkeit gelebt habe. Der andere Grund ist, dass die Erzählung, aus der ich lesen werde, sie trägt den Titel Rembrandt, von einem Maler handelt, und dass mein Vater sie besonders liebt,
weshalb ich seinem 95. Geburtstag zu Ehren jetzt einen Auszug aus dieser Erzählung lesen werde. Alles begann damit, dass Rembrandt seinen Bus verpasste. Beim Überqueren der Straße wäre er fast in ein Auto gerannt. Schrill hupend entfernte sich der froschgrüne Citroën mit den wild gestikulierenden Armen des Fahrers links und rechts vom Lenkrad wie ein aufgezogener McDonald's-Gimmick. Rembrandt strand auf der Verkehrsinsel, eingehüllt in die dunkelgraue Rauchwolke, die der Bus beim Anfahren hinterlassen hatte, und starrte auf die kleiner werdenden Rücklichter. Er hätte es noch schaffen können. Er war früh genug aufgestanden, hatte in aller Ruhe seinen Kaffee getrunken, die erste Zigarette geraucht, geduscht, sich angezogen. Er war schon im Treppenhaus gewesen, als er das Telefon in seiner Wohnung läuten hörte, gedämpft durch die zwei Polster, unter denen er es heute Morgen begraben hatte. Er lief zurück, schloss die Tür wieder auf, grub das Telefon aus und hob ab. Es war Julie. Warum er sich gestern nicht mehr gemeldet habe, wann er nach Hause gekommen sei, ob er sich nicht nach ihr sehne? Lauter Fragen, die er nicht hatte beantworten können. So gesehen könnte man auch sagen, Julies Anruf wäre der Anfang gewesen. Aber was machte das für einen Unterschied? Nun würde er eine halbe Stunde warten müssen, bis der nächste Bus kam. Er konnte auch den Daumen raushalten, doch dazu hatte er keine Lust. Die Vorstellung, jetzt mit Menschen reden müssen, krampfhaft den Zugeknöpften zu spielen, war ihm zuwider. Langsam wanderte er auf das Wartehäuschen zu, suchte in seiner Jackentasche nach einem Geldstück für den Kaugummiautomaten und dachte darüber nach, wann er zum letzten Mal pünktlich zur Arbeit gekommen war. Nicht, dass die Welt unterging, wenn er eine halbe Stunde später hinter der Bar stand. Aber Nesrin, seine schöne, schnelle Kollegin, hatte in letzter Zeit Bemerkungen darüber gemacht. »Hey, Rembrandt!« brüllte Ali, der Besitzer des Kebabstands auf der anderen Straßenseite, über den Verkehrslärm hinweg. »Dumm gelaufen, was?« Rembrandt hob die Hände und ließ sie wieder fallen. Ali winkte ihn zu sich herüber. Rembrandt schaute diesmal links und rechts, bevor er über die Straße lief. »Mensch, Rembrandt«, sagte Ali, der 5 Jahre in Berlin studiert hatte, bevor er hierher gekommen war, um Döner zu verkaufen. »Schon wieder zu spät.« Rembrandt zuckte die Achseln. Aus dem Bahnhof gegenüber ergoss sich ein Strom von Menschen über den Gehsteig. Die meisten gingen über dem Zebrastreifen, einige schlängelten sich durch die Reihe der an der Ampel stehenden Autos zur Busstation. Rembrandt ließ seinen Blick über die Wartenden schweifen. 2 Männer mit Hut, einer im Anzug mit Aktentasche, eine junge, müde aussehende Frau mit einem quengelnden Kleinkind an der Hand, Menschen, die von der Arbeit kamen, auf dem Weg nach Hause. In einer Stunde würden sie vor dem Fernseher sitzen, auf zu weichen Sofas, in hell erleuchteten Küchen, in halbdunklen Kinderzimmern, während er Flaschen öffnete, Bier zapfte, Aschenbecher leerte. Ihm gefiel diese Vorstellung, immer noch. Zu arbeiten, wenn andere ihren Feierabend machten, wach zu sein, wenn sie schliefen, zu schlafen, während sie ihrer Arbeit nachgingen. Auch an seinen freien Tagen behielt er diesen Rhythmus bei, malte nachts, schlief am Tage. Er brauchte kein Tageslicht zu malen, eins der Dinge, die Julie nicht verstand. Als sein Bus kam, fiel ihm plötzlich ein, dass er Ali nach der Musik hatte fragen wollen, die gestern bei ihm am Stand gelaufen war. Er kramte einen Zettel aus seiner Hosentasche, um sich den Namen der Band zu notieren. Fast hätte er diesen Bus auch noch verpasst. Er konnte sich gerade noch zwischen die sich schließenden Türen quetschen. Erleichtert ließ er sich auf den nächsten freien Sitz fallen. Das war knapp, sagte jemand. Rembrandt drehte überrascht den Kopf, aber das blonde Mädchen neben ihm sah schon wieder zum Fenster hinaus. Rembrandt war nicht sicher, ob sie es war, die gesprochen hatte. Vielleicht war er gar nicht gemeint gewesen. Er schaute auf die andere Seite, hatte jedoch sofort das Gefühl, beobachtet zu werden. Wieder wandte er den Kopf. Das Mädchen hatte jetzt ein Buch aufgeschlagen und las. Angestrengt blickte er geradeaus. Der Bus quälte sich stockend durch den Feierabendverkehr. Dann hörte er wieder die Stimme des Mädchens. »Fährst du zur Arbeit?« Und als er diesmal hinschaute, sah sie ihn an, offen,
neugierig. Sie hatte helle Augen, deren Farbe nicht zu definieren war. Sie war nicht so jung, wie er anfangs geglaubt hatte, obwohl er ihr Alter schwer schätzen konnte, 20 oder 25, vielleicht auch älter. Er nickte. Woher weißt du das? Ich wusste es nicht, sonst hätte ich nicht gefragt. Du siehst eben nicht aus wie einer, der von der Arbeit kommt, auch nicht wie jemand, der ausgeht, um sich zu amüsieren. Sie lächelte. Rembrandt fühlte sich unbehaglich und seltsam erregt zugleich. Schnell sah er wieder geradeaus. Ich arbeite im Gastgewerbe, sagte er. Ein Satz, den er sonst nie benutzte, um seinen Job zu beschreiben. Ein fremder Satz. Er hörte sich idiotisch an, fand Rembrandt. In einer Bar, verbesserte er sich, hinter der Theke. So genau wollte ich es gar nicht wissen, sagte sie in ihr Buch. Rembrandt hätte sich beinahe entschuldigt. Den Rest der Fahrt sprachen sie nicht. Als er an der U-Bahn ausstieg, wusste er nicht mehr, ob sie tatsächlich miteinander geredet hatten. Er war schon mit einem Bein auf der Straße, als er eine Hand auf seinem Arm spürte. In welcher Bar? Rief sie. Ihr Blick war nervös, sie wirkte gehetzt, außer Atem, als wäre es ein langer Weg gewesen von ihrem Platz am Fenster bis zur Tür, als wäre sie ihn gelaufen. Aus dem Lautsprecher im Bus kam krachend eine unverständliche Ansage. Donau, sagte Rembrandt, vielleicht zu leise. Dann ging die Tür zu. Im letzten Moment zog er den Arm heraus. Als er um 4 Uhr morgens das Lokal verließ, war es angenehm kühl. Es musste geregnet haben, die Straße war nass, die Luft roch sauber, obwohl sie es nicht war. Kein Mensch war unterwegs. Ein paar Taxis fuhren die Straße hinauf und hinunter. Der Himmel hatte das matte Blau der Stunde vor Sonnenaufgang. Rembrandt ging zum Würstelstand und aß eine Waldviertler, die ihm nicht schmeckte. Er trank noch ein Bier, um den Wurstgeschmack zu vertreiben. Als er sich eine Zigarette anzündete, kam der Nachtbus. Er kappte das glühende Ende der Zigarette mit den Fingernägeln und stieg ein. Er sah sie sofort. Sie saß ganz hinten in der letzten Reihe am Fenster und sah ihn an, als wären sie verabredet gewesen. Als würde sie ab heute in allen Bussen sitzen, in die er einstieg. In jedem Bus ein Klon von ihr. Einen Moment dachte er daran, sie zu ignorieren, sich irgendwo hinzusetzen, als wäre sie die fremde Frau, die sie vor 12 Stunden gewesen war, die sie immer noch war. Aber es war nur ein Gedankenexperiment, nichts Wirkliches. Er setzte sich neben sie und schwieg. Müde? Er schüttelte den Kopf. Und du? Statt einer Antwort legte sie ihren Kopf in seinen Schoß. Er zog die Hände weg, um ihr Platz zu machen. Als sie lag, wusste er nicht, was er mit ihnen tun sollte. Leg sie auf meinen Kopf. Er gehorchte. Zuerst fühlten sich seine Hände auf ihr an wie 2 Fremdkörper, zu groß, zu schwer. Aber dann spürte er ihre Haare. Sie waren ganz fein, flaumig, wie bei einem jungen Tier. Er betrachtete ihre kleine, knorpelige Ohrmuschel, die dazwischen hervorschaute. Sie sah irgendwie verletzlich aus. Er deckte sie mit einer Hand zu. Die Finger der anderen Hand bewegten sich in ihren Haaren ohne sein Zutun, ebenfalls wie ein Tier, wie viele kleine Tiere. Sie fühlten sich lebendig an. Sie fuhren durch die Stadt. Draußen wurde es langsam hell. Er vergaß auszusteigen. Als er es bemerkte, war es zu spät und das Mädchen auf seinem Schoß war eingeschlafen. Rembrandt war kein Romantiker, trotz seines Namens. Den hatte ihm seine Mutter gegeben, als er 8 Jahre alt war. Er hatte gemalt und gemalt, morgens vor der Schule, nachmittags, wenn er mit seinen Hausaufgaben fertig war und vor allem nachts, wenn seine Mutter und seine Geschwister schon schliefen, mit einer winzigen Lampe, seinem Nachtlicht, das er zum Schlafen nicht mehr benutzte. »Mein kleiner Rembrandt«, sagte seine Mutter und strich ihm über den Kopf. Seine kleine Schwester schnappte den Namen auf und wiederholte ihn unablässig. »Rembrandt, das ist gut«, lachte sein Schulfreund Karl, als er zum ersten Mal hörte, wie seine Mutter ihn rief. Da waren sie 11 oder 12. Das Alter, in dem Spitznamen an einem kleben bleiben wie schnell trocknender Kleister. Später ging er ins Museum und sah sich Rembrandts Bilder an. Ihn faszinierte die tiefe Dunkelheit, das beredte Schwarz, aus dem seine Gesichter und Gegenstände hervorleuchteten. Er versetzte seine Armbanduhr,
den Walkman und das Aquarium mit den Neonfischen, kaufte sich Leinwand und Farben und malte seine eigene Dunkelheit, die bevölkert war von seltsamen Tiergestalten, dreiköpfigen Hunden, geflügelten Echsen, Insekten mit riesigen Augen und zu vielen Beinen. Er kam nie auf die Idee, eine Akademie zu besuchen. Er hatte nicht das Gefühl, dass er Zeit dazu hatte. Nach der Schule fing er sofort an, ganztags zu arbeiten. Mit 21 kam er ins Donau. In 3 Nächten pro Woche verdiente er so viel wie davor an 5 Tagen. Es blieben ihm 4 ganze Nächte zum Malen und er konnte jeden einzelnen Tag durchschlafen. Julie hielt ihn für ein Genie. Vor ein paar Monaten war sie zum ersten Mal im Donau aufgetaucht und danach jeden Abend, wenn er Dienst hatte. Geduldig hatte sie gewartet, bis alle Gläser sauber, die Tische abgewischt, die Lichter gelöscht waren, und dann hatte sie ihn mit nach Hause genommen. Rembrandt hatte sich nicht gewehrt. Sein Heimweg war lang, er mochte ihren Geruch, der so ganz anders war als sein eigener, warm und würzig. Sie liebten sich, bis es hell war, und dann schlief er ein. Julie ging auf 10 Spitzen umher, um ihn nicht zu wecken. Irgendwann hatte sie angefangen, ihn nachts zu besuchen, wenn er malte. Sie saß schüchtern, beinahe ehrfürchtig, auf dem einzigen Stuhl, den er besaß, und sah ihm zu, stundenlang. Manchmal legte sie sich aufs Bett und schlief ein. Gegen Morgen legte er sich zu ihr. Wenn er aufwachte, war sie weg. Aber sie kam wieder, am späten Nachmittag. Sie brachte Frühstück, frische Semmeln und Croissants, die er meist nicht anrührte, und sprach mit ihm. Sie sagte, er sei ein großer Künstler und verdiene Beachtung. Von wem? Fragte Rembrandt. Von der Öffentlichkeit, der Kunstszene, sagte Julie. Rembrandt kannte niemanden aus der Kunstszene. Die Öffentlichkeit waren für ihn die Menschen im Bus und in der U-Bahn. Sicher wäre es leicht, eine Galerie zu finden, die seine Bilder ausstellte, meinte Julie, und bald würde er nicht mehr hinter der Theke stehen müssen. Ich stehe gerne hinter der Theke. Ich muss da stehen, sonst werde ich verrückt. Du wirst verrückt, wenn du noch länger jede Nacht durcharbeitest. Es ist ungesund. Der Organismus braucht Tageslicht. Was du brauchst, ist ein helles Atelier. Was ich brauche, ist die Nacht, die Dunkelheit, das dunkle Blau und das Schwarz. Sonst höre ich auf zu leuchten, dachte Rembrandt. Vielleicht funktioniert mein Organismus anders, sagte er. Ich fühle mich wohl. Und dann seufzte Julie. Und dieses Seufzen legte sich ihm auf die Seele, wie ein staubiger Belag, der immer dicker und dicker wurde mit jedem Seufzen. Es nistete sich ein in sein Leben. Irgendwann konnte er sich nicht mehr erinnern, wie es davor gewesen war. Ohne dieses Seufzen. In dieser Nacht blieb sie nicht bei ihm. Rembrandt versuchte zu malen, aber die Farben gehorchten ihm nicht. Er hätte gerne mit Julie geschlafen. Plötzlich fühlte er sich einsam. Er wusste nicht, warum. Er setzte sich auf den Stuhl, auf dem sie immer saß, wenn er malte. Er stellte sich vor, was sie von dort aus sah. Seinen gerade aufgerichteten Rücken über dem einbeinigen Hocker und davor die Leinwand auf der Staffelei, angestrahlt von dem 500-Watt-Scheinwerfer, den er sich um sein erstes Gehalt gekauft hatte. Warum saß sie da? Er betrachtete das Bild, an dem er gerade arbeitete, ein Phönix mit beängstigend großen Schwingen und einem merkwürdigen kleinen Kopf. Sein starrer Blick kam von der Seite und war prüfend auf den Betrachter gerichtet. Rembrandt suchte etwas auf dem Bild. Zuerst wusste er nicht genau, was er suchte. Dann, als die Kontur des gegenüberliegenden Hauses vor dem heller werdenden Himmel sichtbar wurde, fiel es ihm ein. Er suchte nach Julies Seufzen. Er dachte, es müsse auf dem Bild zu sehen sein. Irgendetwas von Julie müsse zu sehen sein, aber da war nichts. Lange blieb er noch so sitzen. Die Sonne stieg langsam über das Dach. Er beobachtete, wie der Phönix im Tageslicht verblasste. Dann erst legte er sich schlafen. Rembrandt stand an der Busstation und wartete. Er hatte angefangen, jeden Bus nach ihr abzusuchen. Schon bevor er einstieg, ging er von hinten nach vorne den ganzen Bus ab und überprüfte die Fensterplätze, unschlüssig, ob er fürchtete oder wünschte, ihr wieder zu begegnen. Er stieg vorne ein, quetschte sich hastig durch den Mittelgang, Entschuldigungen vor sich hin murmelnd, bei der hinteren Tür stieg er wieder aus, weil er sie nirgends hatte entdecken können.
Er ließ den Bus davonfahren mit dem Gefühl, die Kontrolle über etwas verloren zu haben. Vielleicht wollte er es so. Als der nächste Bus kam, stieg er ein und setzte sich irgendwo hin, ohne nach ihr Ausschau zu halten. Er schloss die Augen und dachte an ihren Nacken, wie er vor ihm lag, weiß und schutzlos, der wirre Haarknoten darüber wie ein Vogelnest. Als er die Augen öffnete, saß sie in der Reihe vor ihm wie ein Nachbild. Offensichtlich las sie wieder. Ihr Nacken war gebeugt. Eine Hand spielte mit dem Haarknoten. Rembrandt starrte auf ihre Finger, die sich langsam wie in Zeitlupe bewegten. Eine Haarsträhne löste sich aus dem Knoten. Sie tastete danach und wickelte sie um den Zeigefinger. Rembrandt hatte das Gefühl, sie könne seinen Atem auf ihrem Hals spüren, mehr noch als seinen Blick. Er dachte, er könnte es keine Sekunde länger ertragen, nicht zu wissen, wie sie hieß. Er beugte sich vor und hob die Hand. Er wollte sie an der Schulter berühren, da drehte sie sich um, ihr Gesicht vielleicht 30 Zentimeter entfernt von seinem. Sie sagte, ich bin Mia, und du? Als wären sie 12 und lernten sich auf einem Ferienlager kennen. Rembrandt, sagte Rembrandt. Noch nie war ihm dieser Name so fremd gewesen. Mia lächelte und gab dabei einen kleinen Laut von sich, bei dem sie Luft durch die Nase blies. Ich male gern, sagte Rembrandt, weil er es so gewohnt war. Mia sagte, ich fahre gerne mit dem Bus. Sie mussten beide lachen. In den nächsten 3 Wochen fuhr Rembrandt jeden Abend 2 Stunden lang mit dem Bus, auch an den Tagen, an denen er nicht ins Donau musste. Mia saß neben ihm und erzählte ihm von den Menschen, die ein- und ausstiegen. Manche sahen sie jeden Tag, andere nur dienstags und donnerstags oder nur am Sonntag. Da war die alte Mendelssohn mit ihrem Hund, ein kleiner rauher Dackel, dessen Bauch fast bis zum Boden durchhing und der ebenso alt zu sein schien wie seine Besitzerin. Sie trug jeden Tag dieselben Kleider, stieg pünktlich um 6:30 an der Station Kallenbergerdorf ein, setzte sich direkt hinter den Fahrer und redete auf ihn ein, bis sie den Bus am Kirlinger Bahnhof wieder verließ. Daher wusste Mia, wie sie hieß. Sie wusste auch, dass Frau Mendelssohn im Kallenbergerdorf ihre Schwester besuchte, die an schwerer Arthritis litt, seit Monaten ans Bett gefesselt und außerdem halb blind war. Die alte Mendelssohn las ihr jeden Nachmittag aus der Zeitung vor. Es gab einen unglaublich dicken Mann mit Glatze, der schwer atmend und mit einer blauen Arbeitshose bekleidet, um 6:10 an der U-Bahn-Station Heiligenstadt den Bus bestieg und tagtäglich während der Fahrt 2 Leberkässemmeln aß. Eine lärmende Schar von Mädchen, übertrieben geschminkt, die am Samstagabend Richtung Stadt fuhren, sich nie setzten, sondern von den schlingenden Bewegungen des Busses hin und her geworfen im Mittelgang standen, alle hatten kleine Kopfhörerstöpsel in den Ohren und schrien sich gegenseitig an. Rembrandt glaubte, einige der Leute schon früher flüchtig bemerkt zu haben, doch hatte er nicht auf sie geachtet. Mia zeigte ihm auch Dinge, die er noch nie gesehen hatte, obwohl er die Strecke schon lange kannte. Ein kleiner Balkon an einem Haus, auf dem ein verblichener Sonnenschirm aufgespannt war, egal ob es regnete oder die Sonne schien. Mia sagte, er stehe auch im Winter da und wenn es schneite, bekäme er eine weiße Haube. Die lila Leuchtreklame über einem Feinkostgeschäft, bei der das K kaputt war. Feinost stand dort jetzt schon seit über einem halben Jahr. Rembrandt war es nie aufgefallen. Mia sagte, sie überlege immer, was für Buchstaben man statt dem K einfügen könne und welche Worte dabei herauskämen. Feinmost, Feinpost, Feinrost. Sie lachte. Rembrandt mochte ihr Lachen. Es war so hell wie ihre Augen, ihr Haar. Rembrandt erzählte ihr von den Bildern, die er malte. Er wusste nicht, was er ihr sonst hätte erzählen sollen. Er beschrieb die Tiere, die Farben, die Nacht, die sie umgab, immer. Sie hörte ihm zu, den Kopf leicht zur Seite geneigt, sah dabei aus dem Fenster, fragte nie etwas. Anfangs hatte er geglaubt, sie würde irgendwann aussteigen, ihn auffordern, mit ihr zu kommen, ihn vielleicht mit nach Hause nehmen, wie Julie es getan hatte. Doch das schien sie nicht zu wollen. Immer war er es, der ausstieg, weil er zur Arbeit musste, ins Donau oder nach Hause zum Malen. Sie blieb im Bus zurück, ein wenig verloren, irgendwie zu klein in ihrem Sitz, zu klein für die Nacht. Sie winkte nicht.
Ja, also wieder willkommen hier bei uns beim Livestream zum Universum CH. Vielen Dank an Ruth, du hast das wunderschön gemacht, die Ausstellung eröffnet und auch deine Lesung aus dieser Erzählung. Die Ruth hat sich schon selbst vorgestellt, sie ist wirklich eine sehr vielseitige Künstlerin, Schriftstellerin, Musikerin, Komponistin und auch Performerin. Immer auch neugierig auf neue Formen der Improvisation, Tanz und du hast das selber erzählt. Und zum Schreiben bist du eigentlich sehr spät gekommen, erst ab 40, glaube ich, aber es war eine sehr intensive Zeit, 10 Jahre mit vielen interessanten Büchern. Ja, ich darf Ihnen jetzt einen weiteren Programmbaustein vorstellen, also das Kernstück vielleicht des heutigen Abends, einen filmischen Essay über das Universum, Künstleruniversum CH. Und dieses Projekt war eigentlich ein recht spontanes Projekt. Wir befinden uns ja wieder einmal im Lockdown. Eigentlich war geplant, dass die ganze Familie CH hier bei uns zu Gast ist am Gaußplatz. Auch Friedrich CH mit seiner Ausstellung, seine Frau, die Gertraud CH und eben auch die Töchter Irina und Ruth. Und wie wir aber jetzt im Jänner dann sozusagen erfahren haben, dass wieder Lockdown ist und dass es nicht möglich ist, hier eine Live-Veranstaltung abzuhalten. Wir sind ja auch ohne Publikum leider heute hier. Und dass es nicht möglich sein wird, auch dass Friedrich und Gertraud CH hierher kommen. Da haben wir uns ganz spontan entschlossen oder die Idee gehabt, ein Filmprojekt daraus zu machen. Und wir haben angefragt bei der Familie, ob es möglich ist, dass wir in ihr Universum nach Hause kommen und diese Stimmungen einfangen, ihr kreatives Schaffen einfangen. Und ja, so ist dieser Film entstanden, den ich Ihnen jetzt ankündigen darf. Also die Familie CH hat uns das ermöglicht und hat uns 2 Tage in ihr Refugium aufgenommen, in ihr Haus in Hitzing, sodass wir auch diese Umgebung einfangen konnten. Wir haben das Projekt umgesetzt mit unserem Multimedia-Gestalter Wolfgang Blädel, mit dem wir schon einige ähnliche Projekte realisiert haben. Und es war ein Filmprojekt, das in ganz kurzer Zeit sehr dicht, sehr intensiv und sehr schnell umgesetzt werden musste. Und so waren die, in den letzten 2 Wochen ist das sozusagen entstanden. Ja, und wir zeigen Ihnen jetzt gleich diesen Film, Universum CH, eine Künstlerfamilie stellt sich vor. Es werden alle 4 kreativen Persönlichkeiten dieser Familie auch zu Wort kommen und sich vorstellen. Und der Film dauert ungefähr 40 Minuten. Und ja, ich möchte mich bei Wolfgang Blädel ganz herzlich bedanken, der bei uns sowohl für diese Gestaltung des Films, aber auch für die Technik dieser Livestreams verantwortlich ist und das möglich macht, dass wir auch im Netz präsent sein können. Mitgewirkt am Film haben auch Lisa Lerchbacher und Erwin Wagenhofer. Auch ein großes Danke an Sie beide. Ja, und der größte Dank geht natürlich an die Familie CH, dass sie es ermöglicht haben und uns auch aufgenommen haben in ihrem Haus und uns auch so viele Einblicke gewährt haben. Danke auch an dich, Ruth, und natürlich an deine Eltern und die Irina und so viel von sich erzählt haben. Und so ist dieser Film möglich geworden. Und auch ein Musikstück aus dem Privatarchiv hat die Gertraud CH uns zur Verfügung gestellt. Auch dafür herzliches Dankeschön. Und weitere Musikstücke, da möchte ich mich auch herzlich bedanken, wurden uns vom ORF und von Neos Music, einem Label in Deutschland, eben auch genehmigt und zur Verfügung gestellt. Ja, wir zeigen Ihnen jetzt diesen Film und ich möchte noch einen kurzen anderen Hinweis anmerken. Also erst beim Filmdreh sind wir eigentlich auch persönlich draufgekommen, wie vielfältig, wie reich und wie kreativ diese Familie wirklich ist. Also wir waren selber beeindruckt von dieser Fülle an Material, von dieser Fülle an künstlerischen Tätigkeiten. Und wir haben dann erfahren von Friedrich und Gertraud CH, dass jetzt zum 95. Geburtstag am 17. Februar große Festkonzerte geplant waren im Musikverein am 17. Februar und auch im großen Sendesaal des ORF. Und dass diese Geburtstagskonzerte sozusagen, dass die abgesagt wurden aufgrund des Lockdowns oder eben verschoben wurden in den Sommer oder auf noch teilweise unbekannte Termine. Und ja, das haben wir auch persönlich eigentlich so traurig gefunden und das ist ganz spontan die Idee entstanden, dass wir gesagt haben, wir möchten ein Multimedia-Projekt noch starten und wir haben das ganz spontan in unser Programm aufgenommen.
Und so wollen wir in 2 Wochen starten. Also wir werden am 15. Februar ein Multimedia-Projekt, eine Website öffnen. Und ich darf Ihnen heute schon die Adresse bekannt geben. Diese Webadresse ist universum-ch95.aktionsradius.at. Und unter dieser Adresse werden ab 15. Februar ungefähr einen Monat lang weitere Bausteine, die wir da sozusagen bei dem Filmdreh irgendwie auch geschöpft haben, weitere Bausteine ins Netz gestellt. Also alles, was Sie heute sehen, der Filmessay und auch dann die künstlerischen Beiträge noch von Ruth und Irina Zerha, alle diese Bausteine werden auch auf dieser Website in diesem Multimedia-Projekt präsent sein. Auch es werden noch 7 weitere kurze Filme entstehen, wo wir die Biografien der 4 Persönlichkeiten auch noch vertiefen werden. Friedrich Zerha hat uns auch erzählt, wie er den Zweiten Weltkrieg als Soldat und als zweimaliger Deserteur überstanden hat. Auch diese Geschichte wird sich im Multimedia-Projekt finden. Und auch Gertraud Zerha gemeinsam mit ihrem Mann erzählt über die musikalischen Höhepunkte, über ihr gemeinsames Engagement im Ensemble, die Reihe. Und die beiden Schwestern, Ruth und Irina, werden noch einmal in alten Fotos stöbern und ein bisschen nostalgisch in den Familiengeschichten sich erinnern. Also all das wird ab 15. Februar online gehen. Auch künstlerische Wegbegleiter und Freunde wurden eingeladen. Sie werden vielleicht musikalische Grüße schicken und eine Info an Sie alle. Es wird auch ein Gästebuch geben, ein digitales Gästebuch. Also wenn Sie Friedrich Zerha-Fan sind oder Fan dieser Familie, dann laden wir Sie ein. Schreiben Sie Ihre persönlichen Gruß oder Ihre Gratulation oder Ihre Grußbotschaft dann auch in dieses Gästebuch. Ja, das ist dieser Hinweis schon ein bisschen vorausschauend. Und ein Baustein, der eben dann auch in dieses Projekt einfließen wird, den präsentieren wir Ihnen jetzt und wir laden Sie ein und zeigen Ihnen jetzt diesen filmischen Essay von Wolfgang Blädel über das künstlerische Universum CH. Ja, viel Vergnügen dabei. Hört Musik, es klingt in einem und es gibt dann immer eine Zeit, wo man diese Einfälle im Kopf verarbeitet, prüft auf ihre Möglichkeiten, streng betrachtet. Kann man es vielleicht als Baukastenprinzip betrachten, wo einfach die verschiedenen Dinge in einem klingen und erst in der Komposition dann in Beziehung gesetzt werden und verwoben werden. Und natürlich wird da auch vieles weggelassen dann und variiert. Brauchen Sie dafür absolute Stille?
Hase an, oder? Nicht immer. Was? Nicht immer, gell? Genau. Nicht immer, nein. Nein, aber eigentlich erzählst du, oder hast du erzählt, dass du am Morgen, wenn du noch nicht ganz, am Morgen, wenn du noch nicht ganz wach bist und nicht mehr wirklich träumst, dass dann eigentlich... Ja. Dass dann die inneren Klänge kommen. Ja, eine Zeit lang war das immer die Zeit vor dem endgültigen Aufwachen, wo man noch so halb im Schlaf ist und dann beginnt die Welt zu klingen. Ich habe auch alle meine Ideen so in dieser Phase. Ja. Es gibt ein sehr schönes Stück. Das ist in letzter Zeit weniger geworden. Ganz offensichtlich hat sich das verändert, sehe ich jetzt. Ja. Weil du hast gesagt, dass du Musik träumst früher. Hast du mir das erzählt? Ja. Da habe ich eine Erinnerung dran, dass du gesagt, ja, dass du Musik träumst. Und ich habe das auch ganz, ganz viel, dass ich Musik träume. Also speziell, wenn ich am Musikmachen bin, ich träume auch ganz viel Musik. Und du hast aber jetzt gesagt, irgendwann, dass du nicht mehr träumst. Ja. Das ist so an der Grenze zwischen Traum und Wachsein, also wenn man nicht mehr tief schläft. In dem Gespräch, das wir da geführt haben, bin ich gefragt worden nach Höhepunkten in meinem Leben. Und mehr oder weniger spontan habe ich dann gesagt, die Uraufführung von zwei Werken von meinem Mann. Das sind die Spiegel, ein großer Orchesterzyklus, und der Ball in Salzburg, die Oper in Salzburg. Das war 81. Und man hat dann in Salzburg zu seinem 70. Geburtstag ein Projekt Friedrich Zerhaar gemacht. Da hat man viele Stücke von ihm gespielt. Und auch eben ein Buch, ein Projektbuch. Und damit kommt irgendwie meine Rolle im Universum Zerhaar ein bisschen zum Tragen. Ich habe mich natürlich da mit Text beteiligt, aber auch mit der Auswahl von Bildern. Und auf das Cover haben wir eben den Ball getan, dieser wilde Bursche, zu dem der Zerhaar dieses wirklich wilde Bild gemacht hat. In der Ausstellung sind nur fast nur geometrische Sachen, aber er hat immer ganz verschiedene Dinge gleichzeitig gemacht. Das zweite Werk, von dem ich geredet habe, waren die Spiegel. Das ist ein großer Orchesterzyklus. Und wenn man eine Partitur anschaut, meint man, das sei grafisch erfunden. Das ist es aber nicht. Es ist nur eine neue Art von Notation für eine neue Art von Musik, die man nicht anders aufschreiben kann. Und nach der Wiener Aufführung der Spiegel waren wir im Atelier von Karl Brandl, um zu feiern, und mein Mann ist als Letzter gekommen und der Karl hat ihn umarmt und gesagt, das war so schön, Fritz, such dir einen Stein aus. Und er ist
auf den Größten zugegangen und habe gesagt, den. Und dann haben wir zunächst nichts gehört, aber ein halbes Jahr später hat Kunsttrans dann bei uns einen Stein abgegeben, der jetzt in Maria Langeck steht. Und mit dem Karl ist er auch, weil er selbst bildhauerisch auch arbeiten wollte, Werkzeug kaufen gegangen und hat zunächst einmal kleinere Steine gemacht. Das heißt, ganz am Anfang hat er Steine, die er gefunden hat, weiter bearbeitet und zu Skulpturen gemacht. Und schließlich dann wirklich Steine geschliffen. Einer davon ist hier in einer Nische in der Kapelle, aber das Meisterstück quasi war dann der Altarstein und ein kleiner Stein, den er Ursprungland genannt hat, in seiner Kapelle, die er in den 60er und frühen 70er Jahren Stein auf Stein ganz allein aufgebaut hat. Und diese Kapelle gibt, glaube ich, ein schönes Bild davon, wie hell, freundlich, froh wir in Maria Langeck oft sind. Das sind die Baalgesänge, Baal immer wieder, und Kammermusik und alte Musik, die mein Mann und ich gemeinsam spielen. Und eines, übrigens ist das auch von der Irina, war auf der großen 12-CD-Box Dokumentation Zerha, und da ist eines der Minnelieder, die sogar mir gewidmet sind. Ich schlaf, ich wach, ich geh, ich steh, ich kann dein Licht vergessen. Mich täuscht, dass ich dich allzeit seh, du hast mein Herz besessen. Wie hübsch sei dein Gebärden, für dir hab ich doch gar kein Ruh auf dieser Welt und Erden. Ich schlaf, ich wach, ich steh, ich steh, ich kann dein nicht vergessen. Mich täuscht, dass ich dich allzeit seh, du hast mein Herz besessen. Man, was mir auffällt, dass sich so verschiedene rote Fäden durch die Familie ziehen. Oh ja. Durch die Frauenlinie. Ich glaube, so gewisse ist das Ganze, was wir hier machen, eigentlich zustande gekommen. Ja. Ne? Eine sehr ausgeprägte Selbstständigkeit und Selbstbewusstheit auch, Widerstandskraft auch, und auch dieses Interdisziplinäre, dass alle künstlerischen Sparten hier reinspielen, die Musik, die bildende Kunst, die Malerei, die Literatur. Aber was mir auch auffällt, und das finde ich ganz besonders, dass Sie und ihr alle auch noch Nebenfächer studiert haben. Also Sie haben ja auch noch Philosophie studiert. Ja. Und Sie haben noch Geschichte, glaube ich, studiert, ja, oder? Ja, also ja, das musste man. Also man hatte die Wahl zwischen, bei uns zufällig hatte man die Wahl zwischen Geschichte und Mathematik. Und aber ich bin auch im Gymnasium in diesem geisteswissenschaftlichen, okay, Zweig gewesen. Und ich habe als Nebenfach Geschichte schon am Anfang auch unterrichtet. Aber er hat ja Hauptfach Germanistik studiert. Und Philosophie, oder? Germanistik und Philosophie. Ja, ich habe auch Phonetik gearbeitet für meine Dissertation in der Orientalistik. Aber das ging schon von der Germanistik aus, ne? Die Phonetik. Ist ja auch, mein erster Name ist Shirin eigentlich, nicht Irina. Bitte? Mein erster Name ist ja Shirin.
Ja. Und du hast immer gesagt, da hast du über Khosra und Shirin, dieses alte persische Epos. Das war die Dissertation, oder was? Ja. Ja. Und dann, ja. Nein, das war die Dissertation. Das ist ein, glaube ich, sehr berühmtes persisches Märchen. Khosra und Shirin. Khosra und Shirin. Okay. Genau. Das ist ein persischer Stoff, der dann später bekannt wurde durch die Puccini-Oper Turandot und durch die Schillersche Übersetzung des Stückes von Carlo Gozzi, der den Stoff als erster aufgegriffen hat in Europa. Gibt es doch eine Verbindung jetzt zum Turandot-Stoff, über den Turandot-Stoff hast du ja dissertiert, ne? Ja, ja. Ja, genau. Ja. Ja. Aber ich habe überhaupt sehr viel an Literatur durch dich kennengelernt. Mhm. Mhm. Weil deine literarische Bildung war meiner haushoch überlegen. Also ich habe wirklich viel durch dich da gelesen. Und wurde der Grundstein auch für die Literatur und für diese vielen Kunstsparten schon in Ihrem Elternhaus gelegt? Ja. Dein Geigenlehrer. Mein Vater hat das sehr toleriert. Meine Beschäftigung mit Musik und ich kann mich erinnern, da war ich 7 Jahre alt, habe ich ihm gesagt, ich möchte für dich ein Konzert geben. Und habe ihn einen Sessel daneben gestellt und ein Programm geschrieben. Und dann gespielt. Und er war unglaublich geduldig und hat vielleicht das auch etwas genossen. Ich bin immer sicher, da bin ich mir sicher. Aber das höre ich jetzt auch zum ersten Mal, zum Beispiel diese Geschichte. Und das ist ja etwas, was wir beide dann später auch gemacht haben. Mhm. Also, wir haben auch so, ja, Konzerte. Weil sie, glaube ich, sehr arm war, weil ich war ja 7 Jahre älter. Und sie war halt dann erst 4, aber eben hochbegabt und hat schon Geige gespielt und so. Ja. Und die musste singen, tanzen, Flöte spielen, Klavier spielen. Ich war, glaube ich, sehr streng. Was gibt es gemeinsam Konzerte? Ja, es gab so alle 2 Wochen ungefähr, gab es, glaube ich, ein Konzert oder Fest. Oder alle 3 Wochen oder 4. Wo auch Gäste hier waren dann? Nein, für die Eltern auch. Meine Eltern. Aber also ich habe es nicht so oft in Erinnerung. Aber relativ oft. Aber vielleicht habe ich einen Teil auch verdrängt. Ich schrieb an den Programmen. Aha, ich erinnere mich eben an diese Nikolausfeste, die wir da veranstaltet haben immer. Und den langen Ecken. Da habe ich ja, genau. Mein Theaterstück geschrieben. Ja, also das ist mein Katalog, der ist 1998 erschienen zu der Ausstellung in der Galerie Serafin in der Florianigasse und beinhaltet eben Ausschnitte aus verschiedenen Zeichenzyklen. Der erste ist der Zyklus Anna, den habe ich eben in Polen gemacht, in Krakau. Da bin ich eben dieser Anna Turowska begegnet, einer sehr faszinierenden Frau. Und diese Zeichnungen leben eigentlich von diesem Wechselspiel zwischen einer ganz starken, geschlossenen Linie und einem etwas feineren, strukturierten Strich. Sie nimmt eigentlich fast immer dieselbe Position ein, geht immer bis zur Hälfte des Körpers. Und
die habe ich eben so ein paar Monate gezeichnet. Dann gibt es Ausschnitte aus dem Zyklus Josef. Mit Josef ist Josef Mertin gemeint, der war Professor für alte Musik und eigentlich der Wegbereiter für die historische Aufführungspraxis in Wien. Lehrer von Hanon Kur und war eigentlich mein Nachbar, der hat da in der Eidelberger Gasse gewohnt. Und ich war mit seiner Tochter, die Schauspielerin war, sehr befreundet und habe ihn in den allerletzten Jahren seines Lebens gezeichnet. Bei diesem Zyklus beginnt das eigentlich, dass im Laufe des Zeichnens ich einfach immer mehr in die Auflösung und Reduktion gehe. Das wird dann in späteren Zyklen noch stärker und dass der Leerraum einfach immer wichtiger wird. Und dazwischen liegt der Zyklus Ilona. Also wie ich aus Polen zurückgekommen bin, habe ich mir dann vom Schillerplatz ein Modell genommen oder gesucht. Damals gab es das noch, wie das jetzt ausschaut, weiß ich nicht. Aber das war eine ganz, ganz alte Frau, drahtig, wie eine Tänzerin. Und die ist dann zu mir gekommen und ich habe einen Sommer über mit ihr gearbeitet. Und an ihr war das Faszinierende, dass sie das Modell stehen, also nicht wie Studentinnen so als Nebenjob betrachtet hat, sondern die hat das also als Berufung gesehen und hat das mit ganz großem Ernst und Stolz ausgeübt und ist in den kompliziertesten Stellungen vollkommen reglos verharrt und hatte auch eine erstaunliche Kenntnis der Kunstgeschichte. Also sie hat von sich aus Vorschläge gemacht für bestimmte Positionen und hat mir eben währenddessen ihre sehr bewegte Lebensgeschichte erzählt. Unter anderem auch, war für mich sehr interessant, auch viele Erinnerungen an Motruba, Mikl, Lemden, Fuchs, also mit allen denen hat sie gearbeitet, wie die noch jung waren. Und zu diesem Zyklus vor allem, aber auch zum Josef-Zyklus, hat dann der Peter Torini einen sehr persönlichen, sehr berührenden Text geschrieben, den ich sehr mag. Und obwohl mir ja der Max Weiler das Malen abgesprochen hat, wie gesagt, habe ich mir das nicht ganz absprechen lassen und habe natürlich trotzdem gemalt. Und zwischen 95 und 97 sind dann eigentlich sehr viele Aquarelle entstanden. Und das sieht man eben da auch noch ein paar davon im Katalog. Einige habe ich der Technik entsprechend gehandhabt, also vom Material her, also so ganz leicht und duftig. Das betrifft diese zum Beispiel. Sind eher alle ohne Titel. Und andere habe ich aber auch der Technik entgegengesetzt behandelt, also eigentlich als ob es Ölbilder wären, mit ganz vielen Schichten und Spachtel und so, dass das Papier das gerade noch aushält. Das ist dann ein bisschen ins Literarische gegangen, zu einem Dodera-Fragment oder das Epitaph. Johanna an. Und zu diesem Bild, das heißt Helmtrud, Einsiedlerin um 950, hat dann eben die Friederike Mayröcker einen, wie ich finde, auch sehr, sehr schönen Text geschrieben. Ja. Also das war damals für mich sehr, der Peter Torini hat auch bei der Eröffnung die Rede gehalten und es gab Musik und so und das war also. Und ich habe damals auch eigentlich wirklich, wirklich viel verkauft. Also das war so eine wichtige Sache für mich. Ja, und das sind einfach Beispiele für die innige Verbindung von Musik und bildender Kunst. Also das ist sind diese Klavierstücke, die mein Vater eben für mich geschrieben hat und wo ich auch in dem Film die Klavierstücke spiele. Und da habe ich eben damals explizit manche als Illustrationen gemacht zu den Stücken. Andere hat man dann später zugeordnet, weil sie einfach sehr passend waren, aber aus derselben Zeit und stilistisch ähnlich. Das ist eben die Adaxel-Suite. Ich glaube, die ist meiner Schwester gewidmet. Ich glaube, sie hat es aber nie gespielt. Adaxel, Eidechse, weil mein Vater Eidechsen über alles liebt. Gab es früher auch noch sehr viele in Maria Langeck auf den warmen Steinen. Und das haben wir genommen zum Buch von der Minne,
Also wie gesagt, diese Zeichnungen sind alle aus dieser Zeit, zwischen 73 und 75 ungefähr, wie ich noch ins Gymnasium gegangen bin. Ja, das ist eben dieses überhöhte, idealisierte, reine Paar. Das war irgendwie passend zu der Minne. Und das heißt ursprünglich Wandernder Trödler und das war dann eben sehr passend zu den slowakischen Erinnerungen aus der Kindheit. Da habe ich auch schon ein paar gespielt, möchte eigentlich noch viel mehr lernen. Und das ist mein Folder zu meiner musikpädagogischen Arbeit mit Kindern, die ich jetzt vor über 20 Jahren begonnen habe zu machen. Und sieht da, also sehr erstaunlich, das ist eine Collage, das hat wirklich ein sehr, ich glaube, die war 7 oder so, ein Mädchen gemacht. Ich meine, das habe ich dann dazu geordnet, aber ist schon sehr erstaunlich, wie ich finde. Und das hat eben angefangen mit einem Buben. Ich habe einfach neben das Klavier eine Staffelei gestellt und einen Tisch und habe irgendwie so für mich fantasiert und ein bisschen erzählt, was ich schön fände oder was ich wichtig fände, um Kinder eben wirklich kreativ zu fördern und nicht nur so als Phrase. Und habe dann eben begonnen mit einem elementaren Klavierunterricht, in den ich aber auch einbezogen habe, oder mache ich noch immer, einbeziehe eben meistens themenspezifisch und auch meistens bei kleineren Kindern eher, eben Sprache, Bewegung, bildnerisches und plastisches Gestalten, sodass da eben so ein schöpferischer Uterus entsteht, aus dem sich dann Dinge entwickeln können. Und mein großes Anliegen ist es eben, Kindern zu ermöglichen, Musik und das Klavierspielen wirklich sinnlich, lustvoll, ganzheitlich erleben zu können. Und da muss man eben viele wirklich sehr konkrete Angebote machen und dann aber, finde ich, muss man sein lassen. Der Meinung ist auch mein Vater, ich habe öfter mit ihm drüber gesprochen. Sein lassen einfach. Und das passiert, finde ich, heute viel zu wenig. Also ich finde, diese Normisierung und Institutionalisierung greift immer früher in das Leben der Kinder ein. Und ich finde das von übel. Also wirkliche Kreativität kann sich nicht so entfalten. Da braucht es wirklich auch Ruhe, Stille, sein dürfen, schauen, was passiert. Und es passiert sehr viel, wenn man das lässt. Natürlich begleite ich es und rege wieder an und antworte wieder und so weiter. Aber es ist in den 20 Jahren wirklich unglaublich viel Schönes entstanden. Und ich habe manche Kinder wirklich vom Vorschulalter bis zur Matura begleitet. Und ja, man muss sehr offen sein, sehr flexibel, aber es gibt da also ganz große Überraschungen und sehr erstaunliche Entwicklungen. Und das möchte ich weiter und weiter und weiter betreiben. Das war mein erstes Instrument, eine Achtelgeige. Ich habe mit 4 Jahren schon begonnen, Geige zu spielen, auch Klavier und Blockflöte. Und ich war sehr klein, schon bei der Geburt und immer noch. Und deshalb war so ein kleines Instrument vonnöten. Das sind
bestimmte Dimensionen, Achtel, es gibt Achtel, Viertel, halbe Geigen, Dreiviertel Geigen, es gibt auch 7/8 Geigen, also dann eben auch für Erwachsene, die vielleicht nicht so groß sind, so wie ich. Und ich konnte mir dann später gar nicht mehr vorstellen, wie man auf so einem kleinen Instrument überhaupt spielen kann, wenn ich mir das jetzt vorstelle. Aber ich erinnere mich auch noch gut, dass es selbst dieses kleine Instrument für mich, wie ich 4 war, war es nicht klein, sondern es hat eigentlich schon irgendwie genau gepasst, beziehungsweise erinnere ich mich, dass das schon trotzdem, meine Hände sind vielleicht das Kleinste an mir, dass das schon trotzdem eine Anstrengung war, die Finger da auf die unterste Seite zu bringen. Und ja, ich weiß nicht, ob das der dazugehörige Bogen ist. Ich glaube fast, der kommt mir fast zu groß vor. Könnte aber schon sein. Ja. Ist eine schöne Erinnerung. Obwohl ich mit der Geige so lang nicht warm geworden bin. Es war lange Zeit mein ungeliebtes Zweitinstrument, bis ich dann, da war ich schon über 30, habe ich dann angefangen in einer Band zu spielen, die so eine Art Musikkabarett mit wienerischen Texten gemacht hat. Und ich habe auch Musik geschrieben für dieses Projekt und da habe ich Geige gespielt. Und da habe ich dann wieder begonnen zu üben und das war dann eigentlich das erste Mal, dass mir das so richtig, richtig Spaß gemacht hat, weil ich gesehen habe, ich kann auch was Eigenes machen. Ich wollte nie in einem Orchester spielen. Klassische Solistin zu sein war auch kein Thema. Deswegen glaube ich, habe ich lange nicht gewusst, was ich mit so einer Geige eigentlich so wirklich anfangen soll. Aber das hat sich dann geändert und ich spiele heute auch immer wieder Geige. Vorletztes Jahr in einem improvisatorischen Projekt Geige gespielt und da eben frei improvisiert. Das war auch sehr schön. Ja, ich habe meine Bücher hier aufgelegt. Der Grund, warum ich sie hier aufgelegt habe auf dem Cembalo, ist, dass meine Mutter, wie ich angefangen habe zu schreiben und zu publizieren, die Angewohnheit entwickelt hat, immer das letzte Manuskript hier aufs Cembalo zu legen. Ich habe ihr immer die Manuskripte zu lesen gegeben, wenn sie sozusagen noch vor dem Lektorat bei mir aus dem Haus gegangen sind in Richtung Verlag. Hier liegt das Manuskript von Bora, eine Geschichte vom Wind. Das ist allerdings mein vorletztes Buch, also sie hat ein bisschen ausgelassen mit der Gewohnheit jetzt. Das Schreiben ist ja sehr ungeplant und unerwartet über mich gekommen, das Prosa-Schreiben, so wie ich ungefähr 40 war, ein bisschen danach. Und es hat begonnen mit Erzählungen, mit einer spontanen Idee, die ich hatte, wie ich im Palmenhaus gesessen bin. Und dann habe ich in sehr kurzer Zeit diese Erzählungen geschrieben und habe eigentlich gar nicht daran gedacht, die zu publizieren zunächst, sondern habe einer Freundin, der Schauspielerin Michou Fries, 2 Erzählungen oder 3 gegeben und sie hat dann
ohne mein Wissen angefangen, die weiterzugeben. Unter anderem an den Kurt Neumann von der Alten Schmiede, von dem ich dann irgendwann einen Anruf bekam. Und dann durfte ich dort lesen und dann habe ich eigentlich auch über ihn, über eine Empfehlung, einen Verlag gefunden, den Wiener Luftschacht Verlag, ein wunderbarer Verlag. Und dann ist das so mit mir gegangen, die Schreiberei. Ich hatte dann das Bedürfnis, mich aus dieser kurzen Erzählform zu befreien. Und dann kam der erste Roman und dann habe ich Manuskripte nach Deutschland geschickt und habe bei dem allen sehr viel Glück gehabt. Bin dann beim Eichborn Verlag gelandet mit dem ersten Roman, Kopf aus den Wolken. Und der Eichborn Verlag ist dann leider, musste dann Konkurs anmelden, ist verkauft worden. Es kamen dann die Zehntelbrüder, eine Patchwork-Familiengeschichte, die, das kommt auch daher, dass ich selber eine Patchwork-Familie mitbegründet habe oder dass sich die entwickelt hat im Laufe meines eigenen Familienlebens. Und dann mit Bora, eine Geschichte vom Wind, bei der Frankfurter Verlagsanstalt gelandet bin. Eine Inselgeschichte, die das erfolgreichste meiner Bücher werden sollte. Vielleicht, weil man sich so wunderbar in den Süden und in den Sommer versetzen kann damit, obwohl das bei weitem nicht alles ist, was dieses Buch ausmacht. Zuletzt eben die Traumrakete, 2018 erschienen, mein umfangreichstes Buch, das unter anderem sich um die unbewusste Weitergabe von Kriegstraumata dreht. Ein Thema, das über meinen Vater schon sehr wohl gekommen ist und mich beschäftigt hat. Während dieser Schreibphase, während dieser intensiven, habe ich kaum Musik gemacht. Aktiv, selber. Das ist mir dann sehr abgegangen. Deswegen habe ich dann mal ganz aufgehört wieder mit dem Prosa-Schreiben für 2 Jahre und habe angefangen, wieder mich musikalisch und kompositorisch zu betätigen, habe angefangen, Gedichte zu vertonen. Da wird am Dienstagabend im Aktionsradius auch was davon zu hören sein. Hier habe ich mitgebracht die Noten einer Gedichtvertonung, die ich gemacht habe, das große Ja. Da stammt der Text von der Verena Stauffer, eine befreundete, ganz tolle Schriftstellerin aus ihrem letzten Gedichtband Usia, der im Frühjahr 2020 erschienen ist. Ja. Und auch mit dem Zeichnen habe ich dann wieder begonnen. Also ich habe die Vielseitigkeit dann wieder hereingeholt nach dieser intensiven Schreibphase. Ich habe meine Erfolge nie gemessen. Es ist, glaube ich, für mich charakteristisch, dass ich eigentlich nie ehrgeizig war. Ich habe mein ganzes Leben ja auch gemalt. Und der Unterschied zwischen meiner Musik und meiner Malerei ist einfach der, dass man meine Musik mir abgenommen hat und weitergereicht hat und dann immer neue Sachen von mir wollte. Und in der Malerei ist das nicht geschehen, also da kennen nur wenig Leute meine Bilder. Und was für mich charakteristisch ist, in meiner Branche ist,
ist das sich in den Vordergrund drängen, an die Öffentlichkeit gelangen, charakteristisch. Ich war eigentlich nie richtig ehrgeizig. Also sie kommen im Gegenteil. Ich habe manchmal Dinge getan, geschrieben, die meiner Laufbahn schädlich waren. Das war mir bewusst. Ich habe das oft manchmal in Widerstand zu den offiziellen Richtlinien und Moden getan. So, ja, da gab es noch Schnee damals. Die Klimaerwärmung noch nicht die so weit. Die ganze Familie mit unseren Großeltern, ja, mit den Eltern von Papa. Genau, unseres Vaters im Schnee mit der Rodel. Mhm. Genau, ich da auf der Rodel vor meiner Großmutter. Hast du da eigentlich auch mit, wenn der Papa immer gerodelt ist, so irrsinnig wild? Das war eigentlich Rodelspringen. Ne? Ja. So, genau. Sommer in Langegg. Ja. Genau, das der ist. Der geliebte Stein, gell? Das war immer so schön. Der Stein, genau. Also mein Vater sitzen. Immer fasziniert von Steinen. Das hat er an uns beide, glaube ich, weitergegeben. Ja. Und das war der. Der ist nicht bearbeitet, sondern der ist... Genau, der war so der Stein und der ist, wir hatten ja einen Swimmingpool da im Freien und der ist also quasi zum Reinspringen war der eigentlich gedacht, ne? Raufsteigen, reinspringen. Mhm. Aber es war einfach so schön auch da zu sitzen. Aber es war so schön einfach dort zu sitzen, genau, und das haben wir alle gern gemacht. Genau. Ich glaube, er sitzt jetzt noch nach dem Schwimmen in der Sonne so gern da. Genau. Genau, und wir zwei... Das ist aus derselben Zeit, wo auch dieses Foto für die Einladung da ist. Genau das. Ja, genau. Weil mit der Ringelweste, weiß ich noch, hieß die. Die Ringelweste. Genau. Da waren offensichtlich, sind wir da mit dem Fahrrad gefahren. Ist das das grüne Fahrrad, das ich auch dann von dir quasi geerbt und übernommen habe? Ich glaube schon. Ja, weil ich habe Fahrrad gelernt in der Steiermark, wo mit einem Großvater das beigebracht hat. Mhm. So Stützrädern am Anfang und dann. Ja, genau. Genau, ich glaube, dass ich das geerbt habe von dir. So, genau. Ja. Die Mädchen am Klavier. Das habe ich auch bei mir oben stehen, wo ich mit den Kindern arbeite, weil man das sieht. Einfach Glück, Wonne, Freude. Ja, genau. Und so soll es sein. Da auch, das ist sowas, was ich auch so kenne von allen meinen Fotos irgendwie, auch in der Volksschule. Wenn alle irgendwie fotografiert wurden, dann sieht man unten immer die Füße. Und dann geht es so und dann geht es weiter, weil ich immer die kürzesten Füße hatte. Ja. Aber das Klavierstockerl ist noch dasselbe da, das da steht. Das ist das ganz genau. Alte Klavierstockerl. Genau, genau. Was ist das für ein Klavier? Weil das ist, glaube ich, nicht bei uns zu Hause. Nein. Ich glaube, das ist in der Akademie oder so. Wahrscheinlich. Ich bin ja, das glaube, das muss irgendwie mit dieser... Hochkonzentriert. Ja, hochkonzentriert, ja. Sehr, sehr bemüht, es richtig zu machen. Das ist nett. Genau, das bin ich mit meinen beiden Kindern. Ich dachte, das muss ich unbedingt mit hineinnehmen, weil die sollen da schon auch zu sehen sein, wenigstens einmal. Ist auch schon ein paar Jahre her. Wirklich? Ja. Ilana schaut ja jetzt ganz anders aus. Der Nico... Nicht so, aber doch auch, ja. Eine allerletzte Frage habe ich noch an Sie, weil Ihre Frau hat mir vorher das Pflanzenzimmer gezeigt und gesagt, dass Sie für die Pflanzen hier zuständig sind und dass Sie auch von allen Reisen Setzlinge mitgebracht haben. Ja. Was bedeuten die Pflanzen für Sie und die Beschäftigung damit? Ja, das ist so sehr... Einfach, man beobachtet, man sieht, wie etwas wird und wie es wieder vergeht. Und das ist eigentlich, sind Vorgänge, die in der Musik ja
genauso da sind. Also für mich besteht da kein wesentlicher Unterschied in dem Wachstumsprozess, der ja in jedem schöpferischer Absicht vorhanden ist. Ja, ich hoffe, Sie hatten viel Vergnügen mit dieser Reise durch das künstlerische Universum der Familie Zerha. Danke noch einmal an die Familie Zerha, dass Sie uns das ermöglicht haben, durch 2 Drehtage ganz in privatem Rahmen. Und danke auch an Wolfgang Bledel, der dieses Multimedia-Projekt, diesen Film in so kurzer Zeit auch möglich gemacht hat. Ja, ganz kurz noch, bevor wir zum Abschluss des Abends kommen, ganz kurz noch der Hinweis für alle Informationen zu den Folgeveranstaltungen unseres neuen Schwerpunkts Lebenswege. Schauen Sie auf unserer Website nach, www.aktionsradius.at. Dort gibt es auch den Link in unser Medienarchiv. Also Sie können den Abend mit Ausnahme dieses Films jetzt auch ab morgen oder übermorgen noch einmal nachschauen, sozusagen wiederholen. Und die einzelnen Bausteine, eben auch dieser Film, werden in 2 Wochen dann auf dieser neuen Medienplattform auch zu sehen sein. Jetzt im Februar ist leider noch der Lockdown und wir sind dazu gezwungen, nur im Livestream zu veranstalten. Also leider ist Publikum noch nicht möglich. Begleiten Sie uns die nächsten Wochen. Wie es dann ab März weitergeht, das wissen wir selber noch nicht genau, aber wir halten Sie am Laufenden auf unserer Website. Und ja, jetzt darf ich Ihnen noch zum Abschluss dieses Abends Universum Zerha 2 künstlerische Beiträge ankündigen, wieder gestaltet von den beiden Töchtern Ruth und Irina Zerha. Und den ersten Teil gestaltet die Ruth Zerha noch einmal, auch noch einmal mit ihren schriftstellerischen Werken. Sie wird uns jetzt 2 Gedichtvertonungen präsentieren und dazwischen 5 Gedichte lesen. Und den Abschluss bildet dann ein Kurzfilm, gestaltet von Irina Zerha, auch produziert und gestaltet anlässlich dieser Veranstaltung und anlässlich des 95. Geburtstags ihres Vaters, in dem sie eben die Klavierwerke, frühe Klavierwerke ihres Vaters, noch einmal geprobt und neu eingespielt hat und gemeinsam mit ihren frühen Zeichnungen in einen Kurzfilm verwoben hat. Das sind die beiden Bausteine, die jetzt noch zum Ausklang des Abends wir für Sie vorbereitet haben. Und ich übergebe an die Ruth jetzt mit ihren Gedichtvertonungen und der Lesung ihrer Gedichte. Danke, Uschi. Ich möchte kurz ein bisschen was noch sagen zu den beiden Gedichtvertonungen und den Gedichten. Die Gedichte sind aus einem Zyklus, der 2020 entstanden ist und der heißt A5 Poetry. Das kommt so, dass ich die sehr spontan angefangen habe, in einem A5-Heft zu schreiben, eines Nachts. Und ich habe da angefangen zu schreiben, ohne Punkt, ohne Komma, ohne Absatz, auch wenn ein Wort sich nicht ausgegangen ist am Ende der Zeile, habe ich einfach ohne Abteilungszeichen weitergeschrieben. Und
das habe ich dann beibehalten über diesen Zyklus und das hat diesen Gedichten einen ganz eigenen Rhythmus gegeben und ein ganz eigenes Format. Ich habe das dann versucht, am Computer auch zu tippen und zu verwirklichen. Da bin ich noch ein bisschen am Basteln, wie das grafisch gehen kann. Diese Gedichte sind zum Teil recht gesellschaftskritisch, politisch. Andere sind eher sprachspielerisch, poetisch. Ich habe jetzt 5 ausgewählt, die von allem ein bisschen was herzeigen. Eines dieser Gedichte habe ich dann vertont. Ich beschäftige mich schon seit 2,5 Jahren mit Gedichtvertonungen. Das ist dann die erste Gedichtvertonung, die wir hören werden, Der Kopf im Körper. Die zweite Vertonung ist Das große Jahr, von dem ich im Film schon gesprochen habe, von der Verena Stauffer. Diese Gedichtvertonungen sind so entstanden, dass ich freie Klavierimprovisationen verwendet habe, die ich One-Take aufgenommen habe. Und dann habe ich mit der Stimme, mit dem Text darüber gearbeitet. Bei der ersten Gedichtvertonung hat Holger Reetz noch elektronische Sounds dazu gemacht, ganz wunderbar. Keine Beats, sondern eher atmosphärische Störgeräusche, sage ich jetzt einmal. Das Klavier auf beiden Vertonungen ist nicht mein Klavier, sondern ist ein Klavier, auf dem ich die Chance hatte zu spielen in Berlin, auf einem Besuch in Berlin in einem Airbnb. Und es hat einen ganz, ganz speziellen Klang, sehr dunkel, sehr dumpf eigentlich, aber dieser Klang hat mich fasziniert. Ich möchte auch sagen, dass diese Aufnahmen in meinem Arbeitszimmer zu Hause entstanden sind. Also das ist bitte Home Recording. Das möchte ich noch dazu sagen. In Zeiten von Corona haben das im Übrigen viele gemacht. Auch ganz berühmte Musiker. Und jetzt möchte ich den Wolfgang bitten, die erste Gedichtvertonung einzuspielen. Ganz kurz noch, die Fotos, die man während der Gedichtvertonungen sieht, stammen von meiner Freundin und Lieblingsfotografin Petra Rautenstrauch, die mich, seit wir uns kennengelernt haben, eigentlich alle Fotos von mir macht. Und so sind auch diese Fotos entstanden. Bei einem Tanz auf dem Feld im Burgenland. Rennt alles klar über meine Hand. Anna,
an der Wand, an der Falken, an der Flecken. Anfangen, an der Schwelle sich fangen, immer wieder schwellen, wachsen, platzen, satte Samen stoßen durch Membranen, fliegen, fallen, wohin eben, keine Kontrolle, über die Kaskaden, Licht fällt, ohne zu fragen, Knospen, Knoten öffnen uns, ohne irrwitzige Illusion des Tuns. Versunkene Gesichter, antike Träume, Leben unter Verschluss gehalten, wegen nächtlichen Widerstands gegen die Staatsgewalt. Frauenhaar ist ein Wort, das man nicht einflechten kann in das, was an ihm zerrt. Vater, welches Himmels? Eine Leiter gibt es nicht. Mein Fenster geht hinaus auf weitere. Draußen steht, groß und stumm, ein schmelzender Eisberg. Mein Paradies brennt. Grinsende Schreckschussautomaten am TV-Schirm. Das glitzernde Verlangen bleckt die untadeligen Zähne über der mickrigen Kragenweite. Schwungvoll die Welle im gekämmten Wortlaut. Nicht ist nie gesagt worden. Hastig der Blick in den blinden Spiegel. Die Frisur sitzt, die Versicherung deckt, was zum Vorteil gereicht, wird alles, nur nicht die Hand. Dieses Gedicht möchte ich heute meinem Vater widmen. Fresst euch durch die Leiber der Kriegstreiber mit der Hartnäckigkeit des wurzelnden Blauglockenbaums. Zersetzt ihre listigen Lügen mit dem Bakterium des Fragens. Taucht ihre Gier in die Säure eurer Wut. Besiedelt ihre Unmenschlichkeit mit dem Pilz der Solidarität. Lasst ihre Macht verrotten auf den leeren Schlachtfeldern. Erntet nicht die Früchte der Angst, die euch nicht nähern. Der Sturm reißt das Blätterdach fort vom glühenden Sommerhaus. Ein Motor kommt knirschend zum Stehen, Geräusch der Kapitulation vor den faulenden Früchten. Die Zeit hängt von der Leine in Fetzen, Kopfgeburten verdauen sich selbst im eigenen Bauch. Die Himmelsfrau tanzt die Verwesung im Erdendunkel. Thank you.
Bist der eine beim anderen ist. Ja, und zum schönen Ausklang kommt jetzt eben noch ein Kurzfilm, den meine Schwester produziert hat, beziehungsweise produzieren hat lassen, in dem sie die Klavierstücke für Kinder oder solche, die es werden wollen, meines Vaters, die er ihr gewidmet hat, professionell eingespielt und aufgenommen hat, und die sind kombiniert mit frühen Zeichnungen von ihr. Sie hat das eh schon in dem Film erklärt. Manche Illustrationen hat sie als solche explizit von Anfang an dazu gemacht, und andere sind dann zugeordnet worden. Am Anfang des Films sieht man noch einmal ohne Musik 10 Vaterköpfe.
aus dem Zyklus, aus dem auch dieser Vaterkopf hier stammt, über den wir schon gesprochen haben. Und die Zeichnungen zu den Klavierstücken illustrieren wirklich sehr gut dieses hintergründige, ironisch, humorvolle der Stücke, aber auch dieses ursprüngliche, vital-kindliche, die sowohl in den Stücken als auch in den Titeln, die mein Vater diesen Stücken gegeben hat, vorhanden ist. Genau, Bleistift und Tusche, Zeichnungen meiner Schwester mit Klavierstücken meines Vaters.